Hohe Kunde aus Fernost. Im Januar erliegt Masako Owada dem Liebeswerben des japanischen Thronfolgers. Das Brautpaar ist schier außer sich vor Freude. Hofberichterstattung mit ferngesteuerten Kameras. Auch in diesem Jahr drehte sich die Sorge des Inselvolkes vorrangig um die Kondition des Hauses Windsor. In gänzlich ungewohntem Licht erstrahlte dieses Jahr die Pop-Ikone Michael Jackson. Schlagzeilen machte der Kinderfreund nicht mit seiner Musik, sondern mit seinen jüngsten Fans. Während sich das Ausland noch echte Affären leistet, hat im Inland rezessionsbedingt die neue Bescheidenheit ihren traurigen Einzug gehalten. Sozialfall. Claudia Schiffer, offensichtlich völlig verarmt, ist außerstande, sich ordnungsgemäß einzukleiden. In der Presse löst ihr Schicksal heftig erregte Diskussionen aus. Ein durchreisender Schausteller spendet kurzfristig magischen Trost. Mit voller Fahrt in die Verschuldung. Als alleinerziehende Mutter muss Gloria von Thorn und Taxis die unfürstlich leere Haushaltskasse aufbessern. Kurz entschlossen trennte sie sich von allerlei unnötigem Tand und eitlem Schmuckwerk. Weitgehend schmucklos feierte die neue Bescheidenheit auf dem Partysektor ihren bizarren Triumph. Gummi, Lederreste und Sonderposten des Eisenwarenhandels konnten das größte Elend mit knapper Not gerade noch verdecken. Vor allem junge Menschen wurden von der Rezession völlig überrascht. Auf Schaumpartys demonstriert die Jugend der Republik vorbildlich ihren unerschrockenen Kampf gegen die drohende hygienische Verwahrlosung. In den neuen Bundesländern ist man ohnehin nicht in Feierlaune. Therapeutisch geschultes Personal versuchte durch komplizierte Rollenspiele das Trauma von 40 Jahren Sozialismus in Gruppen- und Einzelsitzungen aufzuarbeiten. Steigende Strompreise stürzten die Musikbranche in die Krise. Doch bärtige Barden weisen den Weg. Nicht nur Eric Clapton zeigt, wie schön es ist, auf Computerschlagzeug, Laserkeyboard und brüllende Rapper zu verzichten. Vor den Augen einer fassungslosen Öffentlichkeit kommt es zu schockierenden Szenen. Deutsche Kinder müssen wieder auf der Straße spielen. Erschütternder Sporttrend des Jahres, Streetball. Wer diesem Elend entfliehen wollte, machte Urlaub. Glück für diejenigen, die wenigstens hinkamen. Andere fanden zwischenzeitlich in internationalen Abfertigungshallen ein neues Zuhause. Die Daheimgebliebenen bissen versonnen in den 200 Gramm schweren kleinen Urlaub. Doch im Zeitalter sozialer Verteilungskämpfe gilt selbst für Speiseeis teilen niemals. Kompromissloser Sparwille auch zwischen den Geschlechtern. Die Fake-Orgasm-Partys dokumentierten, dass echte Höhepunkte 1993 unbezahlbar waren.